bei mir Marco Höger. Ich sag mal, ein 1-1, mit dem wir leben können, wenn wir die ganzen 90 Minuten sehen. Siehst du das ähnlich? Ja, im Großen und Ganzen ja. Hier in Meppen ist grundsätzlich schwer zu bestehen. Das haben schon andere Mannschaften zu spüren bekommen. Wir gehen natürlich auch früh 0-1 in Rückstand, was natürlich so nicht der Plan war, aber wir kommen dann gut zurück. Auf dem Platz ist es auch nicht so ganz so einfach, da dann gepflegten Fußball hinten rauszuspielen. Aber im Großen und Ganzen haben wir das Spiel gut angenommen, haben trotz allem versucht, auch noch spielerische Elemente mit einzubringen. Und ich glaube, wie gesagt, im Großen und Ganzen kann man da mit einem Punkt in Meppen zufrieden sein. Was mir sehr imponiert hat, du hast es auch schon gesagt, ist die Reaktion nach dem 0-1. Hat irgendwie Schwung gebracht, fand ich, weil Meppen doch sehr gut gestartet ist und nach dem 0-1 der Waldhof immer stärker wurde und für mich auch mehr Spielanteile in der ersten Halbzeit hatte. Hat man vielleicht verpasst, vor der Halbzeit das 2-1 zu machen? Ja, verpasst. Wir haben uns die Chancen schon gut rausgespielt. Vielleicht fehlt dann so der ein oder andere Prozent noch in der Kaltschnäuzigkeit. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen müssen wir erstmal gucken, dass wir dann nicht 0-1 in Rückstand gehen müssen, um dann auch voll und ganz im Spiel anzukommen. Aber wie gesagt, Meppen hat ja auch einen klaren Plan und holen zu Hause meistens ihre Punkte. Haben dann wirklich von Minute 1 an gut angefangen. Aber wie gesagt, die Reaktion dann nach dem 0-1, die muss man auch erstmal so zeigen auf so einem schwer zu bespielenden Platz. Daher ist es vielleicht, was wir uns von vornherein vorgenommen haben, sind 2 Punkte zu wenig. Aber wenn man die 90 Minuten sieht, glaube ich, kann man mit dem Punkt zufrieden sein. Heute dein Oldie-Kollege, ich möchte es mal so nennen, Marc Schnatterer wieder dabei. Hat es auch einen gewissen Tick dazu beigetragen, dass wir heute eine Spielruhe hatten? Sehr, sehr viele Ballstaffetten, die sehr gut waren. Organisiertes Spiel. Liegt es an so Spielern wie Marc? Ja klar, ich meine, dafür sind Schnatti und ich geholt worden, um gerade dann auch in so Drucksituationen unsere Erfahrung einzubringen und eine gewisse Ruhe auszustrahlen. Schnatti ist natürlich auch immer wichtig mit Standards, wie man jetzt auch wieder gesehen hat beim 1-1. Das tut uns dann gut, weil wie gesagt, wenn ein Platz so schwer zu bespielen ist, braucht man auch mal die ein oder andere Standardsituation als Dosenöffner und das hat heute dann auch gut geklappt. Heute bist du ja mal recht forsch hier nach vorne gestürmt, wo es dann auch einen Foul gab und Rico Schmidt so ein bisschen mit dir gesprochen hat. In einer kurzen Unterbrechung habe ich gesehen, warst du dann auch bei Rico. Was spricht man da so? Ja, das ist so ein bisschen Smalltalk. Ich meine, wie gesagt, das habe ich jetzt schon das ein oder andere Mal in dem Interview gesagt, der Platz ist nicht so gut zu bespielen und da kommt es dann auch viel auf zweite Bälle, auf lange Bälle und auf Zweikämpfe an. Dann rappelt es auch das ein oder andere Mal, bin ich auch noch nicht so gewohnt, weil ich ja längere Zeit oder ganz viele Jahre jetzt in der Bundesliga unterwegs war und es da dann nicht so hart in den Zweikämpfen zur Sache geht wie hier in der dritten Liga. Da muss man sich anpassen und dann kracht es das ein oder andere Mal. Aber ich glaube, der Smalltalk hat dann gezeigt, dass wir es beide auch mit Humor nehmen können. Ja, denke ich mir auch. Also ist wahrscheinlich eine schöne Begegnung dann auch, weil ich glaube, Rico Schmidt weiß ja auch, wer ein Marco Höger ist. Ich finde es immer nur so lustig und mag es dann so sozusagen so zum mal erfahren, was da so gesprochen wird, finde ich immer gut. Jetzt nächste Woche ist wieder Heimspiel vor Fans. Es dürfen ja ein paar mehr diesmal rein. Wie sehr stärkt das noch die Mannschaft oder das Wissen, dass es so ist? Ja, sehr natürlich. Ich glaube, gerade in so einer Liga wie der dritten Liga, wo auch viel auf Augenhöhe passiert, kann das die letzten 1-2% ausmachen. Das ist nun mal so. Die Fans haben uns gerade in unseren Heimspielen in der Hinrunde sehr getragen. Das ist eine Wucht, die dahinter steckt in Mannheim. Und wir wollen natürlich gucken, dass wir jetzt auch die Heimspiele dann wieder erfolgreich gestalten, weil die letzten beiden waren es jetzt nicht so. Das ist natürlich auch nicht unser Anspruch, weil wir wissen, dass wir mehr können, individuell und auch mannschaftlich. Daher hoffen wir, dass die Fans uns dann auch wieder einen gewissen Push geben. Ich denke auch, wir müssen uns vor niemandem verstecken. Fand es heute ein extrem gutes Spiel. Vielen Dank dafür. Leider in Anführungszeichen nur mit einem Punkt. Kommt gut nach Hause, erholt euch gut, bereitet euch gut vor aufs Heimspiel und vielen Dank für eine ansprechende Leistung heute. Danke, danke. Bei uns noch Fridolin Wagner. Wir gratulieren erstmal zu einem sehr, sehr guten Spiel von dir, wie wir fanden, bis du raus bist. Aber das war ja nicht leistungsbezogen. Nein, sehr, sehr gutes Spiel heute. 1-1, wir können eigentlich gut damit leben, gerade weil wir früh in Rückstand gegangen sind und eine super Reaktion gezeigt haben. Wie hast du es empfunden? Ja, ein bisschen anders als die anderen Spiele. Wir sind diesmal, finde ich, nicht so gut ins Spiel gekommen. Kriegen dann leider auch mit der ersten Chance gleich das 1-0. Und dann haben wir aber eine Reaktion gezeigt.
Was ich gut fand, vor allem lautstark. Also wir haben uns wirklich gegenseitig probiert zu unterstützen und erstmal uns auf die Tugenden zu besinnen und darüber dann ins Spiel zu kommen. Dass es dann manchmal im Ballbesitz vielleicht ein bisschen holprig ist, gut, das ist dann so. Aber trotzdem glaube ich, dass wir dann eine Phase hatten, wo wir echt gut drin waren, das 1-1 schießen und dann auch wirklich die Chance haben, das 2-1 zu machen. Gelingt uns leider nicht. Kurz nach der Pause haben wir auch wieder die Chance auf 2-1 und ja, ab dann war es so ein bisschen Mittelfeld. Ein Spiel im Mittelfeld und ja, wir wollten dagegen halten und ja, deswegen nehmen wir jetzt den Punkt mit und probieren zu Hause jetzt wieder eine Macht zu werden. Ja, du hast es angesprochen, habe ich auch kommentiert und ich glaube, das warst auch genau du an der Seitenlinie vor der Tribüne der Trainerbänke. Ich glaube, in der Nähe von Patrick Löckner war es dann auch. Hast du irgendwie einen Ball zu einem Einwurf von uns da irgendwie rausgeblockt oder so und hast dann lautstark geschrien und die Faust geballt. Und ich habe auch gleich gesagt, genau das fehlt. Also dieses Mitreißen, diese einzelnen Aktionen zu feiern, wenn irgendwas gelingt. Und ich glaube, das pusht nochmal eine Mannschaft auch ganz anders. Fand ich heute sehr gut. Ja, ich glaube manchmal, ja, wir haben jetzt halt 2-3 Spiele gehabt, wo wir vielleicht nicht das gespielt haben, was wir uns selber vornehmen. Und ja, deswegen war es einfach wichtig, heute auch über die Lautstärke, weil es ist ja ein relativ einfaches Tool, welches man jederzeit umsetzen kann. Und das haben wir uns halt geschworen, dass wir darüber probieren, uns auch selber aufzurichten, aufzubauen. Und ja, deswegen kommen dann solche Situationen zustande. Aber ich glaube auch, dass das dann uns in der Situation positive Gefühle gibt und den Gegner ein bisschen einschüchtert, weil die denken, okay, die sind auf Spannung. Heute sehr viele Akzente nach vorne gesetzt. Für uns warst du der offensivere Part von unserer Doppel-6. Von Anfang an so ausgegeben. Fühlst du dich auch so wohler, den offensiveren Part zu spielen? Ja, also es war so vorgegeben und ja, ich spiele das, was der Trainer mir sagt. Und im Endeffekt, das probiere ich umzusetzen. Högi hat im Spielaufbau eine brutale Stärke. Und ich glaube, ich habe ja Tiefenläufe, kann gut Gegenball arbeiten dann auch vorne und deswegen ja, ergänzt sich das, glaube ich. Und von daher ja, spiele ich einfach das, was mir aufgetragen wird. Ja, sehr brav, Gilüli. So wollen wir das hören. Nein, Quatsch. Wie ist es denn eigentlich, wenn neben einem so ein Marco Höger steht? Das ist ja, sag ich mal, für einen jungen Fußballer ist es ja schon jemand, zu dem man wahrscheinlich aufschaut, zu der Karriere man auch aufblicken kann auf jeden Fall. Vorne dran auch ein Marc Schnatterer. Was macht es mit einem? Pusht es einen noch mehr? Setzt es einen aber vielleicht auch unter Druck? Nö, also ich muss sagen, ich genieße das, mit dem Marco Höger spielen zu können, weil er natürlich eine riesen Erfahrung hat, riesen fußballerische Qualitäten und er auch ja, Ratschlaggeber ist. Zum Beispiel nach der ersten Halbzeit habe ich gefragt, pass mal auf, du, wie siehst du das, kann ich vielleicht noch ein, zwei Mal häufig rausdrehen? Und ja, dann hat sein Wort natürlich unfassbar Gewicht, wenn man auf derselben Position spielt, weil er die Dinge natürlich einfach durch seine Erfahrung auch nochmal anders sieht und das ist super, so einen Mitspieler zu haben, weil es auch Sicherheit gibt. Sehr gut. Heute haben wir in einem 4-4-2 gespielt. Waldhof untypisch, sage ich mal, für die letzten Sachen. Ich wurde immer belehrt von Patrick. Die Grundordnung ist immer ein 4-2-3-1, auch wenn es oft nach einem 4-4-2 aussieht. Ja, heute hat er aber jetzt zu mir auch gesagt, nee, heute war es ein 4-4-2, hatte ich recht. Für dich dann keine große Veränderung, sehe ich so an der Reaktion? Ja, wir Sechs haben ja grundsätzlich eigentlich die Aufgabe, unseren Gegner zu bearbeiten, Raum zu schließen und zu laufen. Da ist das Grundsystem für uns nicht so entscheidend. Aber natürlich hat uns das heute geholfen, um uns einfach Stabilität zu geben, auch vom System her. Und deswegen, ja, hätten gern gewonnen. Jetzt nehmen wir den Punkt mit und jetzt probieren wir halt, wie gesagt, schon zu Hause wieder eine Macht zu werden. Und mit den Fans im Rücken, glaube ich, haben wir auf jeden Fall eine größere Chance. Ja, heute war ein guter Anfang, sage ich mal. Mit einem 1-1 können wir doch recht glücklich mit der Leistung vor allem nach Hause fahren. Erholt euch gut, bereitet euch gut vor und dann sehen wir uns beim Heimspiel. Dann machen wir das.